Moin, 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 liebe Leute. Herzlich willkommen zurück hier im großen Baden, im Reich, das jetzt mittlerweile auch die Schweiz annektiert hat. Unsere Radikalen haben wieder heftig zugenommen, aber wir versuchen ja gerade durch die kulturelle Ausgrenzung, ja, genau dies hier umzusetzen. Und das sieht auch ganz gut aus, 71%. Sind wir jetzt mittlerweile schon dabei und ja, das soll's eigentlich ganz gut laufen, würde ich mal so meinen. So, wir schauen mal hier unsere Kompanie, die eine, die wir gebildet haben. Jawohl, sehr schön. Der hervorragende ist. Schauen wir auch mal ein bisschen auf die Ausgangsstoffe. Kleidung ist halt relativ teuer noch. Und Möbel sind eigentlich schon günstig, ne? Und Luxusmöbel eigentlich auch. Okay. Luxuskleidung ist eigentlich ein bisschen zu günstig. Das heißt, wir müssten mal eine von den Tuchfabriken vielleicht umstellen in Badensisch Hessen vielleicht. Stonks. Was auch immer das sein mag. Sehr schön. Bei 6000 im Plus. Sieht gut aus. Gehen wir hier mal eins runter. Wir bauen auch gerade nicht. Das ist okay. Niedrige Organisation. Zweite Armee. So, jetzt müssten die doch eigentlich alle nicht mehr diskriminiert werden, oder? Schauen wir gleich mal nach. Hier mit unseren Kulturen. Alle nicht mehr diskriminiert. Hervorragend. Super Sache, würde ich sagen. Ja, das müssen wir ja noch gar nicht machen. Wir müssen ja noch gar nicht hier auf die Glaubensfreiheit gehen. Die kriegen hier 100 Autorität und jeweils 5%. Und wenn keiner diskriminiert wird bei uns, ich glaube, müssen wir gar nicht auf die Trennung gehen. Das ist Quatsch. Das müssen wir überhaupt gar nicht tun. Bisschen mehr Einnahmen hätte ich aber gerne, sage ich ganz ehrlich. Bauwaren sind, ja, Sozialhilfeleistungen. Regierungsgehälter. Tja, ein bisschen mehr Einnahmen hätten wir gern, aber es sieht jetzt nicht so irgendwie sehr teuer aus, ne? Minus 11% Luxuskleidung. Stellen wir die alle mal um, oder? Beide wird günstiger. Ah, ne. Eine sollte das produzieren. Dann nehmen wir die in Ostschweiz, Westschweiz. Nur eine von denen nehmen wir. Eine von denen werden wir mal nehmen. Cool. Aber immerhin. 5 Legitimität. Nehmen wir mit. Friedrich Hoffmann. Soll von mir aus anerkannt werden. Thomas Hauke, Traditionalist. Weg mit dem Kollegen. Ja, super Sache. Ist aber schon mal nicht allzu verkehrt. So, dann haben wir jetzt hier Gehöftbeuern, Präsidialrepublik, der ist geliebt. Staatsreligion, Parlamentarische Republik. Können wir tatsächlich mal schauen, was wir hier machen wollen.
Regierungslegitimität minus 7. Radikalisieren, radikalisieren, radikalisieren. Super. Radikalisieren, radikalisieren, radikalisieren. Alles klar, Monarchie sind sie also voll dabei. Von mir aus dann seid ihr da voll dabei. Ja, aber garantierte Freiheitsrechte können wir auf jeden Fall nehmen, würde ich sagen. Kolonialamt brauchen wir nicht. Hilft uns eh nicht. Gesundheitssystem können wir nur die private machen wahrscheinlich gerade. Nicht Quatsch, wenn dann öffentliche. Genau, was fehlt uns hier? Proportionalsteuern oder Sozialismus? Keine Sozialhilfe, wenn man was. Ja, Armengesetz. Das Armengesetz, das werden wir mal reinholen. Können wir uns nämlich hier ein bisschen was von der jeweils von der Kredit musst du doch jetzt massiv abnehmen, oder bin ich blöd? Hier keine Erlasse mehr. Hier haben wir nur noch einen Straßenerhalt. Hier haben wir Notsozialhilfe. Und da haben wir Notsozialhilfe, wo alles durchgreift. Okay, die nehmen wir mal weg. Dazu, so. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir noch etwas bauen, und da müssen wir dann immer mit dem Straßenerhalt arbeiten. Ja, auf jeden Fall Getreide. Auf jeden Fall sollten wir noch ein bisschen Getreide nachschießen, glaube ich. So, Weizenfelder machen Getreide. Roggenfelder machen Spirituosen und Getreide, okay. Ja gut, dann bauen wir einen Baden. Machen wir 5 Getreidefelder, warum nicht? Straßenerhalt ist da, alles klar. Ja, und wenn das Getreide zu teuer ist, dann da müssen wir ran, liebe Leute, warum nicht? Da müssten sich doch jetzt eigentlich auch unsere Radikalen hier langsam ein bisschen einrenken, nicht wahr? Wie gesagt, eigentlich dürfte niemand mehr niemand mehr böse sein jetzt auf uns. Hier würde ich auch gerne eigentlich nochmal was bauen. Hätten wir halt auch noch ein paar Roggenfelder, die wir dann irgendwann mal bauen könnten. Ja, müssen wir nicht jetzt machen, aber dann irgendwann. Ansonsten sind unsere Einnahmen halt echt eine Katastrophe, Leute, muss man einfach mal so sagen, ne? Also die sind wirklich, die sind ziemlich katastrophal, ne? Investitionsfonds, naja, geht so, wa? Schauen wir mal hier, was wir hier noch machen können. Backpulver, Stahl-Eisenbahnwaggons, Gummimastikation. Brauchen wir alles nicht. Dynamit wäre vielleicht nicht schlecht. Verbesserter Dünger wäre sicherlich nicht schlecht. Aber hier vielleicht mal in Richtung Proportionalsteuern. Das wäre ja mal was. Lobbys finanzieren, finanzieren, Schuldenübernahme. Wo ist denn das? Mit den Proportionalsteuern. Gehaltssubvention, Ordnungsausschüsse, eingeschränkte Kinderarbeit. Unten Sozialismus. Stufensteuern. Stufensteuern, immerhin. Ich sehe es jetzt noch nicht ganz, Leute. Nicht, dass ich es wieder verpasst habe. Natürlich schade, dass das jetzt hier so weit erst so weit unten kommt, wenn ich das richtig sehe. Aber wir können ja nochmal
Hier nochmal ein bisschen schauen. So, proportional steuern. Das könnten wir sogar schon machen. Es will nur niemand. Oh Gott. Nur die Gewerkschaftler. Na toll. Aha, das ist also das Thema. Also ist das hier überhaupt gar nicht so wichtig. Naja, dann schauen wir mal nach der Forschung, was uns am meisten bringt. Haushaltsbefugnisse, naja, das kommt eh gerade. Aber da brauchen wir auch nichts forschen, glaube ich. Schrapnellartillerie würde uns helfen. 3 Jahre dauert es aber relativ lange, ne? Postersparnisse finanzieren, das macht 10% Gelddruck. 20% maximale Rücklagen. 24 Monate. Nehmen wir mal die Sachen hier. Moderne Kanalisation auch nicht schlecht. Die beiden Sachen mal. Bisschen in Richtung Gesellschaft dort. Kondensationspumpe. Ja, vielleicht sollten wir, das sollten wir vielleicht mal zuerst einschieben und dann machen wir damit. Würde ich mal sagen. Das würde uns helfen. Minus 18.000. Wird ja immer schlimmer, Leute. Scheint den 40er Bausektor, den kann ich nicht bezahlen, ne? Also, mir wirklich leid, aber offenbar ist der für uns ganz schwierig zu bezahlen. Laufen denn unsere Sachen so schlecht, oder? Eine Machtblockstatue müsste ich irgendwie auch langsam mal bauen, wa? Tja, die dauert halt super lange. 2500. Mhm. 28%, 49%, also hier nimmt es kaum ab, muss man mal so sagen. Rückgang des Lebensstandards. Mhm. Ja, das ist schlecht, wenn der Lebensstandard zurückgeht. Am Gesetz beschließen wollen auch die Gewerkschafter, okay? Alles klar. Ja, warum denn nicht? Wenn die das auch wollen, dann nehmen wir das doch einfach mit, nicht wahr? Ja, hier unten wäre jetzt unser Hafenzugang, liebe Leute, über Piemont. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier nicht für die totale Katastrophe sorgt, aber das wäre das, was ich dann anstreben würde. Sehr schöner Eisenbahndurchsatz. Genau, das mal ein Transport, da kann ich mich dran erinnern, wollten wir uns nochmal anschauen. Hier ist der Transport eigentlich relativ günstig. Hm. Ist nicht, zumindest jetzt nicht super teuer. Und das ist auch gut so. Okay. Dann schauen wir mal hier oben. Hier ist der Transport. Naja, ist nicht super günstig, aber okay. Okay, da macht es auch Sinn. Ist Transport noch nicht mega teuer? Aber natürlich langfristig sicherlich auch nochmal was. Ist auch nicht mega teuer. Okay, ja, das war's schon beim Transport. Mehr schauen wir uns ja nicht an. Alles klar. Am Gesetz ist natürlich schön. Bin ich mir sicher, dass das gefallen wird. Luxusmöbelsteuer werden wir nochmal erheben. Realisierte Steuern in der Ostschweiz und in der Westschweiz sicherlich zu wenig. Nicht wegen Besteuerungskapazität, sondern wegen, genau, Kooperierung hier an der Stelle. Okay. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Also mit dem Defizit kann man leben.
liebe Leute. Das ist jetzt nicht zu viel. Oh, Preußen stellt sich auf die Seite von Mecklenburg-Strelitz. Jüdische Pops werden radikaler, brauchen wir nicht. Okay, mecklenburgischer Aufstand. Das ist die Frage, wenn wir jetzt Preußen immer noch dabei und Bayern auch auf deren Seite. Warum ist Bayern auf deren Seite, bitte? Die sind doch unser Verbündeter, oder nicht? Unabhängigkeit garantieren, Bündnis. Leute, also... Das würde wiederum gehen. 15 Verrufenheit ist natürlich eine Menge plötzlich. Gegenseitige Investitionsrechte würden sie nehmen. Bringt uns das was? Nein, ich glaube nicht. Ist da irgendwas, was man sich... Kohle, Minen, Eisen, Schwefel, das habe ich alles. Das brauche ich nicht. Okay, dann Hessen-Kassel, liebe Leute. Sachsen wäre auf deren Seite. Bayern nicht angegeben. Will uns aber auch nicht unterstützen unbedingt. Preußen bei minus 4. Mecklenburg-Strelitz, Lübeck, Inhalt. Okay. Also herzliche Beziehung mittlerweile mit Preußen. Gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ich kann nochmal kurz warten. Vielleicht passiert ja da nochmal ein bisschen was. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein großes Diplomatiespiel irgendwie. Ich weiß nicht genau. Wo man dann nochmal ein bisschen Gas geben könnte. Aber so geht es natürlich auch. So, jetzt geht's an die Machtblockstatue. Da bin ich ja mal gespannt, was die dann am Ende bringt. 137 Wochen, meine Fresse. Zur Regierungsumbildung. Ja, wir könnten... die Streitkräfte dazu holen mit 5,4%. Ja, warum nicht? Machen wir das. Haben wir nochmal ein bisschen mehr an der Stelle. Kriegen sie gleich mal 3% mehr Druck. Die freuen sich aber auch. Ja, Stärkung einstellen könnte man hier. Vielleicht auch langsam mal erwägen. Es gibt da noch einige Sachen, die wir umsetzen wollen, dann machen wir das vielleicht lieber noch nicht. Ineffiziente Landwirtschaft. Sollten wir ihrem Rat folgen, würde ich sagen. Otto von Baden, ja, das ist leider der von der Kirche, das ist natürlich, ja. Ja. Billigen Vormundschaft, billigen Staatsreligion. Ja. Okay, wir müssen leider dann jetzt, das ist jetzt der Moment, wo wir dann die, wo wir dann hier was einführen müssen. Präsidialrepublik, also einen Präsidenten entweder oder irgendwie was anderes. Das, oh, aber das machen wir nicht, Leute. Okay, also der Krieg hier gegen Hessen-Kassel wird nichts werden, weil wir müssen vorher unsere Regierung stabilisieren. Und das wird sicherlich nicht auf dem friedlichen Wege gehen, wie ich mir das vorstellen kann. Ja, trotzdem, so richtig mögen tun sie uns noch nicht, ne? Also, Realisten steigen schon, aber jetzt, jetzt auch nicht in dem Maße, wo man sagen würde, hey, wow. Da sind die Beziehungen überall einvernehmlich. Hier auch. Spanien sind wir dabei. Osmane sind wir dabei. Die unten sind wir dabei. Boah, dann haben wir eigentlich alle.
mit allen gute Beziehungen. Außer mit denen, wir keine gute Beziehung haben wollen. Vielleicht wissen wir noch mit Dänemark ganz gut. Mit den Niederlanden und mit Belgien. So. Da können wir noch Beziehungen verbessern. So, dann warten wir mal, dass das Armgesetz durchgeht. Werden uns jemanden einladen und werden mal schauen, dass wir irgendwie eine Präsidialrepublik nehmen oder so. Jetzt immerhin bei 51%, das ist schon mal minimal besser. Ja. Genau, dann nimmt der politische Druck auch massivst ab. Klar. Weil die leider natürlich nicht mehr, die Intellektuellen stellen dann natürlich leider nicht mehr den, den Präsidenten oder den Monarchen hier an der Stelle, ist ja kein Präsident. Ne? Natürlich nicht so gut. Marktzugriff Badensisch Hessen bei 69%. Schlecht. Lohnt sich anscheinend nicht hier, ne? Das ist irgendwie blöd. Ja, Rumtreiber und Bettler von den Straßen zu holen, lohnt sich auf jeden Fall. Na, wenn die das sagen, dann würde das wohl so stimmen. Dann würde das wohl so stimmen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wen wir, was für ein Gesetz wir jetzt hier nehmen können. Also, Präsidialrepublik wäre plus 4. Parlamentarische Republik plus 27. Kleinbürger, Grundbesitzer radikalisieren, katholische Kirche radikalisieren. Das kennen wir schon. Und hier... Grundbesitzer radikalisieren, Kirche radikalisieren. Okay, also ist die Frage, ob wir ein Parlament wollen. Plus 20 Legitimität beruht auf Stimmen, plus 1 zulässige Größe der Regierung. Ideologiebruch, ja. Also... Autorität will ich eigentlich nicht. Also ich würde mal auf eine Präsidialrepublik gehen. Ja. So. Und dann schauen wir gleich, dass wir uns da jemanden einladen. Den hier erst geliebt. Und ein Kriegstreiber. Den haben wir da. Wir haben einen auch einen Kriegstreiber. Ja, ist okay. Den laden wir ein. Der hat dann da nochmal 5%. Leute. Immerhin 33%. Wird schon ein bisschen mehr. Viel ist es nicht, aber ein bisschen mehr wird es schon. Okay, und dann müssen wir nochmal schauen, wo wir vielleicht jetzt hier nochmal eine Regierungsverwaltung bauen können. Ja, das ist wieder in der Westschweiz, na klar. Machen wir da mal eine. Und brutales Durchgreifen können wir ja nicht mehr machen. Dann nehmen wir den Straßenerhalt. Ja. So gut. Würde ich sagen. So, und dann hoffen wir mal, dass hier nicht gleich die große Revolution kommt. Ja, Kleinbürger bei minus 10. Ja, natürlich. Die werden alle revoltieren. Kleinbürger sind auch komischerweise fett dagegen. Aber ja. Da kann ich auch nicht viel machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kleinbürger sind echt ärgerlich. Schade. Da wird es gleich zur Revolution kommen. Das dauert nicht mehr lange. Der Sache noch zwei Klicks, die... Die formieren sich gerade noch und dann gibt es hier den großen Aufstand. Da bin ich so sicher wie das Abend in der Kirche, nicht wahr? Wir verändern das nochmal ganz kurz. Machen hier nochmal den... Zuerst das, dann das. Genau. Ja.
Ja, und sonst sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Von den Institutionen her. Alles okay, würde ich sagen. Alles okay. Da kann man schon so bleiben. Also so schlecht sieht es gar nicht mehr aus bei uns hier im Land. Ärgerlich. Also komisch finde ich, dass jetzt hier die Preußen da gar nichts mehr dagegen haben. Kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Aber... Und dass es auch zwischen Österreich und Preußen so friedlich bleibt, bis auf dieses eine große Diplomatiespiel, was es gab, ist es ja, ja, ich sag mal, sehr friedlich. Und da kommt die Monarchie bewahren, liebe Leute. So, jetzt machen wir hier mal einen kleinen Trick. Wir nehmen den Leopold Reidel, machen mal einen Dissident verwandt, der ist Positivist und damit für die Präsidialrepublik. Ha! Leute! Der Geniestreich. Ja, wir haben Glück gehabt. Das Problem ist, das kann man hin und wieder mal machen mit dem Dissidentenverband. Alle 5 Jahre. Die Frage ist nur, wer kommt da? Ist es jemand, der da, der gut ist oder der nicht gut ist? Und dann muss man immer so ein bisschen schauen, ne? Also wenn das natürlich jemand ist, der dann genau die gleiche Ideologie hat oder nicht. Hier ist es jetzt jemand gewesen, der sogar unser Gesetz unterstützt. Und dadurch haben wir natürlich eine extrem hohe Zufriedenheit hier durch den Positivisten, der sich gleich auch mal hier der Präsidialrepublik angeschlossen hat, und damit werden wir die Monarchie auch friedlich los. Ja, ist manchmal so, liebe Leute. Muss man manchmal auch ein bisschen Glück haben. Sage ich das vorne, wollte ich nicht. Interessensgruppen schaue ich mir mal gerne mal an. Ja, sieht ganz okay aus. Landbewohner würde ich auch gerne ein bisschen glücklicher stimmen, irgendwann demnächst mal. Mal gucken. Mal wieder bei 89 plus. Ja. Die Zahlhilfe gehen wir jetzt hier nicht weiter nach oben. Da bleiben wir mal erstmal so, wie wir sind, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So, da müssen wir mal gucken. Sardinien, Piemont, ne? Regimewechsel. Pff. Also, ja, Beziehungen sind herzlich. Ja, toll. Das ist ja hervorragend. Versuchen wir, die mal zu beschädigen. Aber die arbeiten da wahrscheinlich dagegen. Die wollen uns lieb haben, nehme ich an. Wir sie aber nicht. Die friedliche Monarchie? Das habe ich ja noch nie erlebt, liebe Leute. Aber tatsächlich ist das hier wohl so. Die friedliche Monarchie. Wild. Sieht es in unserem Investitionsfonds aus? Ja, mau. Also wir bauen auf Kante, liebe Leute. Mehr geht nicht, ne? Mehr geht nicht. Jede Menge Events da unten. Das könnte man auch, habe ich gelernt, konfigurieren. Aber als ich das durchkonfiguriert habe, glaube ich. Nee. Also, weiß ich nicht. Naja, Papierfabriken. Gehen wir mal auf Papierbleiche. Das ist schlecht, dass ich das jetzt erst gesehen habe. Und schauen wir mal uns den Glas- und den Porzellanpreis an. Porzellan bei minus 11. Glas bei minus 27, okay. Dann können wir auf Knochenporzellan gehen, glaube ich. Zitrushaine wurden weniger Getreide, dafür mehr Obst und mehr Zucker. Ja, Getreide ist aber teuer. Obst und Zucker nicht so wirklich. Oder? Zucker minus 22, Obst minus 12. Mhm. Ja, also diese Empfehlung hier, die verstehe ich immer nicht so ganz. Sage ich jetzt ganz ehrlich. Naja. Die verstehe ich nicht so ganz.
doch gerne dann überall mal auf Eisenbahntransport umstellen. Sobald wir soweit sind, sozusagen. Würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Frage ist natürlich, wo ist der Transport günstig, wo ist er teuer? Also Transport jetzt hier bis Ultima Ratio pushen können wir auch nicht, aber ich meine, es würde schon helfen, auch jeweils die jetzt ist bei 75%, das ist zu viel. Noch irgendwas auf Eisenbahntransport umstellen. Also sind 4, 5, 10, 4. Probieren wir die mal noch. Sind auch sofort bei plus 75. Nein. Dann lieber nicht. Also, das ist dann natürlich ein bisschen zu teuer. Also, ich bin mir auch nicht 100% sicher, wie man das genau macht. Dann wüsste ich jetzt nicht, was man hier oben umstellen sollte. Außer vielleicht hier was rausnehmen, hier was rausnehmen und dafür mal den Eisenbahntransport vielleicht umstellen. Und dann hier was rausnehmen, so. Sind wir bei plus 72. Ja, oder das ist natürlich gut für die Eisenbahn. Also ja, anscheinend ist es gut für die Eisenbahn. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen radikaler. Ah, die Eisenbahn stellt dadurch nämlich Leute ein, ne? Und zwar sogar ganz gut Leute stellen die ein. Okay, dann probieren wir es mal. So, liebe Leute. Und gehen, ne, subventionieren will ich nicht, sondern gehen hier auch mal schön auf Eisenbahn. Hier schön auf Eisenbahn. Und hier schön auf Eisenbahn. So, dann bin ich mal gespannt. Die ist schon rappelvoll beschäftigt. Ja, dann sind wir jetzt bei 135 von 290. Und da müssen wir dann auf jeden Fall runtergehen. Plus 74%. Noch was Kleines runtergehen. Vielleicht mit den Kohleminen hier. Aber bei plus 65%. Okay, teuer kann es ja ruhig sein. Muss ja nicht super teuer sein. Aber teuer kann es ja ruhig sein. Und hier, ja, hier leisten wir dann erst nochmal. Ich verstehe das schon. Jetzt werden die Leute nämlich in der Eisenbahn angestellt. Wir müssen sie nicht mehr subventionieren. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Und stellen dann hier natürlich mehr neue Leute ein. Also es ist quasi so, dass wir in den einzelnen Feldern jetzt nicht mehr so viele Mitarbeiter haben. Aber dann natürlich hier kann ich gar nicht mehr machen. Oder? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind alles Produktionsgebäude, die haben sowas nicht. Schade, dann ist hier die Eisenbahn voll ausgelastet und hier ist sie eh voll ausgelastet. Und zwar schon voll am Arbeiten. Okay, dann sind wir die. Also das müsste man jetzt halt dann pro Start durchgehen. Das ist halt auch ein bisschen, ne? So einfach mal so sagen. Aber ja. Langfristig könnte man hier natürlich auch mal eine Eisenbahn bauen. Und hier auch mal eine Eisenbahn. Vielleicht auch nicht allzu verkehrt. Ja. Plus 7000. Sehr schön. Okay. Kommt denn jetzt der große Überschuss her? War das das, was wir mal gebraucht haben? Es könnte ja sein, ne? Könnte ja sein. Könnte ja sein. Weil er hätte es denken sollen. Okay. Ja, Universitätsdurchsatz nehmen wir gerne mit. Das kostet uns ein bisschen Geld. Ist aber ganz gut. Monarchie bewahren. Okay, jetzt die Groß...
die Grundbesitzer und die katholische Kirche, aber bei 74%, da brauchen wir keine Angst haben, glaube ich. Kondensationspumpe stellen wir um, natürlich. Und die Wasserrohrkessel stellen wir auch um, wo es geht. Das ist alles gut. Stahlwerke, schön, Wasserrohr. Das nehmen wir doch gerne mit, würde ich sagen. Ja, guck mal, durch so eine kleine Innovation, wie man dann plötzlich mehr Geld macht, Leute, ne? Ja, klar. So war es ja damals. Ja, sehr schön. Freue ich mich. Alles klar. Liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, ob ich mich jetzt hier dann irgendwann nochmal ein bisschen weiter ausdehnen kann. Das würde mich freuen. Ansonsten, naja, wir haben immerhin Zugang zu diesem hübschen See hier. Was auch immer das für ein See mehr sein mag, liebe Leute. Ich weiß es. Naja. Wir sehen uns. Bis dahin.